Leute, was geht ab, Leute? Hier? Erstmal saftig Frühstück gönnen. Habe ich euch am Ende des letzten Vlogs gezeigt, wo ich hier gerade bin. Münchner Freiheit, G2. Die Kette, die haben mittlerweile auch 4, 5, 6 Locations. Also auch so wie eigentlich vietnamesischer Türkisch. Kette läuft. Fur und Bang Mi sind im Hype. Erinnert mich an vor ein paar Wochen, da hatte ich hier ein Business-Meeting mit meinem Kollegen bezüglich Hong Seo, da haben auch viele gefragt. Habt ihr ja mitbekommen, ich lasse das momentan ruhig angehen. Die mir hatte letztens auch gehabt, für mich gehabt, dass ich das nicht aufgeben soll und so. Also das steht auch gar nicht auf dem Tisch, also ich habe auch nicht vor, das hinzuschmeißen, weil also die Kosten sind echt gering. Also die Webseite kostet halt ein paar Euro im Monat, Hosting und Domain und sowas und das war's. Also wenn ich eine Tour im Monat verkaufe, dann entspricht das also gleich das aus. Klar, ich muss eigentlich noch das Geld reinholen, was ich bisher investiert habe, aber das juckt mich natürlich jetzt eher nicht so. Also laufen lassen kann man das immer. Die Frage ist halt natürlich immer nur, wie krass willst du dich da reinsteigern, wie viele Stunden am Tag willst du daran arbeiten. Weil rein theoretisch selbstständig, Business aufbauen, Startup, man kann nie genug reinstecken. Also du könntest auch 100 Stunden am Tag reinstecken, rein theoretisch. Und das wäre nicht genug, deswegen. Naja, was ich interessant fand ist, ich habe halt im Backend geschaut und das ein Probeding wurde heute erstellt, nicht von mir, das heißt entweder, also wahrscheinlich vom Kollegen, ja, von dem ich bisher immer noch nichts gehört habe. Das stimmt nicht ganz, ich habe schon was von ihm gehört, ja, am Samstag, also Freitag auf Samstag, wo wir gestreamt haben, irgendwann mitten in der Nacht, 2, 3 Uhr, hat er irgendwas geschrieben. Was hat er geschrieben? Ich schreib dir morgen, Bro. Heulen das Smiley 100%. Um 2.28 Uhr. Und dann habe ich ihm halt so geschrieben, soll das an mich gehen? Und darauf kam halt keine Antwort mehr. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Ich habe mir geschworen, dass ich nicht auf ihn zugehe bezüglich Hong Seo. Und wir warten, also ich und wir, bis er sich von sich aus meldet und mal wieder was macht. Dann schauen wir mal, ob ich da vergeblich für immer warte oder nicht. Aber ich persönlich habe mir erstmal Urlaub genommen, denke nicht so viel drüber nach und dann werde ich die Tage, die nächste Woche vielleicht wieder starten, ein bisschen was machen am Tag und dann einfach schauen. Die Mädels waren cool. Die Mädels melden sich auch gar nicht mehr. Ich habe denen den Vertrag geschickt. Und der kam bisher noch nicht zurück, unterschrieben zurück. Und wir haben ja eigentlich noch einen zweiten Termin. Aber die juckt es halt auch so gar nicht. Obwohl die halt Geld natürlich bekommen. Also und eigentlich auch eine gute Summe. Und haben sich bisher nicht gemeldet bezüglich, hey, wie sieht es mit dem zweiten Termin aus? Weil sonst kriegen die ja das Geld nicht. Also mir soll es recht sein. Habe ich ein Fotoshoot umsonst. Heute mal kein Kaffee so da. Digga, hier liegt die Quittung unter das Teil, Mann. Durchgenässt. Saftiges Bang Mi. Boah, Mann. Das hat mir beim letzten Mal so krass getaugt. Nee, aber diesmal sieht's anders aus. Hä? Diesmal sieht's anders aus. Haben die irgendwas geändert? Und einen Bauburger zum Testen mal. Digga, ich hasse diesen Sträum. Bro. Selbe, mega. Habe ich euch erzählt, dass wir zur Dokumi fahren wollen? Düsseldorf, Anfang August. Wir wollen ja schon die ganze Zeit irgendwo hinfahren zusammen. Auf ein Yu-Gi-Oh! Turnier oder so, wie alte Zeiten, aber gibt es natürlich momentan nicht. Da kam mir die Idee und auch ein paar andere, auch zwei, drei Streamerinnen, denen wir oder Chong folgen. Wäre bestimmt lustig, also wir sind ja auch Anime-Manga-Fans. Deswegen, Problem ist nur, ich muss das planen. Ich bin nicht so gerne der Typ, der plant. Ich bin eher der Typ, der sagt, alles gleich, ich bin am Start. Ich hab's gerne ohne Kommentare, ob ihr auch zur Dokumi fahrt. Düsseldorf, da war ich schon. Sogar letztes Jahr. War ich da zufällig da? Da war auch irgendwas, ein großes Fest, wo viele verkleidet kamen. In Cosplay. Da war Labgas. Labcosplay war da.
mal zum Testen einen Bauburger. Wenn es dasselbe Rind ist wie von dem Bang Me, dann könnte es schon krass sein. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Ich habe es tatsächlich jetzt erst gecheckt. Also hier sind die Tickets zu Dokumi. Anscheinend noch nicht ausverkauft. Nur so ein VIP-Ticket. Auf Blöd hätte ich mir das schon geholt. Ich habe das hier gar nicht gecheckt. Wie viel möchtest du für deine Eintrittskarte bezahlen? Und dann kann man selber entscheiden. Und was ich nicht gecheckt hatte, weißt du, du gehst hier so. Aber es ist nicht Gesamtpreis. Sagen wir hier 10, du zahlst 10 für ein Wochenendticket, sondern das Wochenendticket hat einen Basispreis, 47 Euro zum Beispiel, und das ist, was du drauf zahlst. Und je nachdem, was du drauf zahlst, kriegst du hier noch Boni. Jetzt habe ich es gecheckt. Auf jeden Fall holen wir uns, ja, wie gesagt, kommt doch an, wer am Start ist. Wochenendticket muss ich echt mal abklären, sonst ist das am Ende echt noch ausverkauft. Nicht, dass wir da zu lange rumtrödeln. Und dann muss ich mich wahrscheinlich auch um Fahrt und Übernachtung kümmern. Und dann müssen die anderen einfach nur noch Bescheid sagen, dass sie am Start sind. Und dann fahren wir am 7. und 8. richtig wie Yu-Gi-Oh! Turnier. Freitagabend fahren wir hin. Einziger und dann Sonntag packen wir es wieder, damit die anderen freitags noch arbeiten können und Montag direkt wieder in die Arbeit können. Genau wie damals die Yu-Gi-Oh! Turniere. Dann andere Neuigkeit. Ich bin immer noch mit dabei. Folge 15 schon von Folge 20. Haben mir ja, oh mein Gott, das haben mir ernst viele empfohlen, nachdem die gehört haben, dass ich angefangen habe, K-Drama anzuschauen. War krass, bis zur Hälfte, Folge 10, 11, irgendwie sowas, habe ich anders gefeiert. Seitdem muss ich sagen, ist echt schwächer geworden, sogar sehr viel schwächer geworden. Ist nicht mehr so spannend, lustig ist immer noch, aber spannend eigentlich gar nicht mehr, Mann. Ist noch okay, aber taub, also ist nicht mehr dieses überklasse Feeling, wo man sich denkt, boah, krass, noch eine Folge, boah, heftig, mein Fuck, dies, das, boah, was war das, sondern, irgendwie alles gesehen, was kommen konnte und irgendwie wiederholt sich's, bisschen ausgelutscht, also die Serie davor, Extracurricular, hatte nur 10 Folgen, das war alles komprimiert, richtig softig, das hat 20 Folgen, man merkt schon, dass es richtig zäh dann ist, ein bisschen ausgelutscht, bisschen hier in die Länge gezogen, wo man sich denkt, okay, jetzt schon wieder das und kurz vor dem Ziel und jetzt, ah ja, okay, muss ich echt sagen, echt stark abgeschwacht, Mann. Und was gerade reingekommen ist, oh mein Gott, super softig. UFC and Crypto.com announce historic partnership. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Crypto.com. Ich benutze die Visa-Karte. Ich sehe sehr, sehr viel Potenzial. Ich sammle da meine Crows an, damit ich die nächste Stufe erreichen kann. Und in den nächsten paar Jahren, glaubt mir, Crow wird... Ich kann keine Price Prediction machen, aber mehr wert sein als diese 10 Cent, die es gerade wert ist. Und ihr wisst, ich bin ein großer UFC-Fan. Und jetzt haben die eine Partnerschaft angekündigt, was super saftig ist. Dann nochmal zurück zu mir. Ich denke auch dann, dass es krasse UFC-NFTs geben wird. Was für mich möglicherweise von Interesse sein wird, weil bisher nicht. Ich habe schon mal versucht, ein Khabib-NFT zu kaufen, aber das war, um ehrlich zu sein, mir zu teuer. Aber je nachdem, Crypto.com ist stark im NFT-Game, wenn die da irgendwas machen. Also ich wusste, dass UFC eine Partnerschaft mit Socios hat und Chili's. Das ist übrigens ein Coin. Das war der allererste Coin, den ich mir angeschaut hatte, nachdem ich im Crypto-Game war. Also nachdem Bagish mir alles erklärt hat, Bitcoin, die Stars. Dann habe ich mich mal so umgeschaut. Dann habe ich Socios entdeckt bezüglich Sports und E-Sports. Hatte damals aber keine Ahnung von Krypto, hatte auch keine Ahnung, wie ich das überhaupt kaufen hätte können. Und also damals war es 0,000 irgendwas Cent. Und jetzt ist es im 10 Cent Bereich irgendwie sowas. Also glaube ich, vielleicht auch im einstelligen. Also im entweder im zweistelligen Cent Bereich oder im einstelligen Cent Bereich. Aber von 0,000 irgendwas wäre eine krasse Investition gewesen. Also wäre ich damals all in Chilis gegangen, wäre es krasser gewesen als jetzt. Aber das ist natürlich nicht unsere Art. Und ja, ich bin gespannt. Also das ist freut mich sehr. Wie gesagt, ich sehe eine Menge Potenzial in Crypto.com. Die haben auch viel jetzt mit Formel 1 gemacht, aber UFC tausendmal besser als Formel 1, Mann. Ja, ich hab's gesagt. Ich weiß, es gibt
überraschen viele Formel 1 Fans in Deutschland, aber UFC, Digga! Wo steht das hier? Crypto.com will have a branded presence inside the Octagon during all pay-per-view events and during Dana White's Contender Series. Crypto.com will also be integrated into UFC content on both linear and digital platforms, including live broadcasts, pay-per-views, and UFC-owned social media channels. Crypto.com branded assets will debut this Saturday, July 10th, in Las Vegas during UFC 264, Poirier vs. McGregor 3. Oh. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt uns auf Instagram und Twitch. Freitags immer live. Checkt den Vlog von gestern ab. Chong hat schon krasse Ideen, was er als nächstes kochen kann für euch. Ansonsten natürlich in Bitcoin, DeFi und Crow oder investieren. Cashflow generieren. Serious Business und ciao.